Ja, hallo und willkommen zurück. Ich habe uns ein bisschen anders eingefärbt. Ich habe bei mir dieses Pflaumenfärbemittel genommen. Damit habe ich so blaues Oberteil und rote Hosen. Und ich habe bei Will das Drachlings-Dingens Färbemittel und ich fand, das sieht auch ganz cool aus. Und jetzt haben wir alle was Rotes an. Inklusive Astarion mit den roten Stiefeln. Ich fand das sehr lustig. Ja, und dann geht's jetzt weiter. Wir laufen mal da runter. Da ist so ein hässliches Etwas. Hackenschrecken, Sporendiener. Monstrosity stares blankly forward. Haken oder Hacken? Hakenschrecken. That's interesting. Such environs, their efficiency is to be admired. Nothing goes to waste. Die beleben die Toten durch Sporen wieder. Das ist sehr Last of Us. Aber leider wollte. Ob der Mykonidenkönig mir jetzt verrät, wie das funktioniert? Jetzt, wo ich ihm geholfen habe. Ich drehe mir gleich nochmal mit ihm. Ich darf hier ja nicht wirklich looten. Ich weiß auch gar nicht, was die Fassstängel machen. Ich will wissen, was die Fassstängel machen. Speicher mal. Barrel stalks full of poison and under myconid control, no doubt. Ja, okay, Gift. Okay. Dann versuche ich noch mal mein Glück. Ob er mir dieses Sporn-Ding beibringen möchte. Der macht welchen Krach? Peacebringer, be at home. Nö, kann ich nicht mehr fragen. Schade, weil vorhin konnte ich es noch, aber egal. Und ich frage mich, die Tuala. Ich habe ja dieses Duerga-Gegengift. Das ist ein bisschen anderes als das normale Gegengift. Ob ich, wenn ich ihr das gegeben hätte, ich habe es halt jetzt erst später bekommen, aber ob das irgendwie noch was anderes bei ihr bewirkt hätte, dass es irgendwie voll regeneriert ist oder so. Deswegen, wir reden nochmal mit ihr. I'm coming along. Just not fast enough. Any word on my people? Ich habe die Duerga getötet, die euch gejagt haben. I'm almost sorry to hear it. I hope to have the pleasure myself. There's plenty more guarding my people, but I'd say you've made a fine start. Okay. Ich glaube nicht, dass ich ihr noch ausgeben kann. Give it a shot. Nö, nein. So, da hinten, den können wir den Pilzsammler suchen. Komme ich darüber? Ich kann hier irgendwo hochspringen. Mal schauen. So hübsch. Bei Wimmelpilz muss ich immer an Wimmelspiel denken. Ein tiefes Loch. Your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Hallo? Your call echoes as it plunges downward, before gradually fading away. Ein sehr tiefes Loch. Riches here. Still fresh to away one's magic.
Musstet ihr jetzt alle auf einmal sprechen? Wir haben hier Spuren, wir haben Giftpilze, wir haben Susurblüten und den Susurbaum. Wir wissen ja schon, was die Blüte macht. Die Giftpilze schießen wir auch erstmal ab. Stinkpilze. Ich weiß nicht, wenn ich das da reinwerfe. Geht das schneller? Ja, das ist effektiver. Definitiv. Jetzt haben wir trotzdem aber noch diese Blüte da und einen abgetrennten Arm. Hm. Lasst uns doch erstmal hier runter. Da haben wir immer noch ein bisschen Dämpfe übrig. Sorry. Gehen wir hier runter und suchen nach dem Pilzsammler. Dem Ehemann von der Händlerin. Bibber was? Näher treten. Nein. Bibber was? These mushrooms. Toxic. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Bleibt wo ihr seid, ich hole eure Beutel. Es ist euer Chaos, löst es selbst. Thank you, thank you. Ja. Wir speichern mal gerade. Und ich glaube ja, ich demonstriere mal, was passiert, wenn wir... Hey, guck mal, da hinten ist der Beutel. Gehen wir doch da einfach mal hin. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dope. Weil es so schön ist. Ah, so gut. Nur mal so als Demonstration, was man nicht tun sollte. Und wie vielen ging es mir halt so, dass ich bei mir, ich bin zu schnell hier lang gelaufen, bevor diese Zwischensequenz kam und dann, ja, ist alles explodiert und hinterher so, oh, ich glaube, da stand der Pilzsammler irgendwo dazwischen. So, das wollen wir natürlich jetzt, bleib stehen, mach mich nicht fertig. Das wollen wir nicht wiederholen, wollte ich nämlich gerade sagen. Kannst du da bitte mal wegkommen? Ja, beweg deinen Hintern. So. Die Sache ist die, wir müssen jetzt zu seinem Beutel kommen, in den Beutel hinwerfen. Magierhand könnte da hilfreich sein. Ich hatte es mit Magierhand nicht hinbekommen, glaube ich, beim letzten Mal. Ich probiere das nochmal. So ist der Nebelschritt natürlich. Das kriege ich nach. Kriege ich das nach langer Rast zurück oder nach kurzer? Ich kann mal gucken. Was ist das für ein. Falls ich es brauche. Kurze Rast hätte ich es machen müssen. Das ist ja eine Bonusaktion, Stufe 2. Und falls das alles nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Er müsste da so einen Schritt vorgehen. Das könnte vielleicht noch klappen. Geh mal dahin. Ready and choose a day.
Okay. So, dann, da ist der Rucksack. Werfen. Schön. Nimmt er sich das jetzt? Oh Gott, die Magierin kommt zurück, das wusste ich nicht, aber sie löst nichts aus, gut. Gott. Ich kann finally breathe. Ja, willst du noch mit mir reden? Ah, right. And, what were you saying? Ein Pilz hinter mir. Ich bin deiner Frau begegnet, sie wartet auf euch. Janet, I must need to go. Ja. For you. Your trouble. Ta. Alles gut, alles gut, alles gut. Schriftrolle der Unsichtbarkeit. So, aber jetzt können wir das machen. Warte. Kurzer Rückzug. Gehen wir zurück. Noch ein Schritt. Na. Oh, ich wünsche, es wird mit dem Klick manchmal besser funktionieren. Checking things out. Don't touch me. Yes, let's. Alles schön auf Abstand. Während ich jetzt das nochmal auslöse. Komm, wir machen es mit einem Feuerball. Ja. Feuerpfeil. Aus sicherer Entfernung schauen wir uns das an. Wie Silvesterfeuerwerk. Oder nicht? So, 2-3 Pilze sind übrig geblieben. Jetzt warten wir noch, bis das Feuer ausgeht. Dann können wir nämlich die Ecke noch looten. Ist jetzt nicht krass viel Loot, aber so ein bisschen. How much further can I go? Hinten liegt nur die Fackel jetzt noch rum. Aber in dieser Ecke hier. So, erstmal das. Ich brauche wieder ein bisschen Licht. Dann haben wir diese Kerzen und einen Ölbecher. Sonst noch was? Oh, die Kerzen wieder an. So eine Art Schrein und ich nehme das jetzt alles mit. Trank des Sprungs. 5 Tränke der Geschwindigkeit. Ich sollte mal die ausrüsten. Gefährlich ein bisschen mit der Fackel hier. So, dann krabbeln wir wieder hoch und sehen uns den Baum an. Ich beide Schwerter jetzt wieder ausgerüstet. Oh Gott. Ja. Speichern. Hm,
Lass mich gerade mal überlegen. Ich schieß dich mal weg. Ich schieß dich mal weg. Okay. Kommt gleich wieder, glaube ich, aber. Sicher, sicher. Ein Hakenschrecken. Step quick. Wieso bist du nie im Vorteil, wenn ich es brauche? Ganz so schön von hier oben. Ich könnte mich durch den Schatten hüllen. Ich hätte mich in den Schatten hüllen sollen. Ich denke, eine lange Rast ist auch mal wieder vonnöten. Stimmt, ich möchte mal den Dornenhagel ausprobieren. Bei Fehlschlag die Dornen explodieren dennoch. Nicht schlecht. Kritischer Fehlschlag. So, und unser Pilzfreund, der muss näher ran. Dem Mörderhuhn den Schnabel. Ja, das ruft, glaube ich, Freunde. Ja, wir sind hier erreichbar. Da steht's im Weg still. Ernsthaft, der blöde Pilz steht jetzt im Weg. Oh, der ist so fett, dass ich da nicht vorbeikomme. Nicht zu fassen. Bis ich Astarion da runtergebracht habe, haben wir schon wieder gewonnen, glaube ich. Noch ein Lebenspunkt. Und du kommst nicht ran. Belebende Sporen. Kann niemand beleben. Na, reicht nicht. Vielleicht tatsächlich noch was tun. Kann ich jetzt das hier machen? Was? Nicht das. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich das jetzt noch so brauche, aber. Weil er nur noch einen Lebenspunkt hat. Es hat nicht funktioniert. Nicht mal Loot. Mann. Mind my step. Ist doch gar nicht das hier auch. Ist der neu? Der Wegpunkt hier? Den glaube ich nie gebraucht. Wobei doch, wir könnten den gebrauchen. Vielleicht. Oh. Ja, nun, okay, wir haben noch ein paar, das ist okay, das ist kein Problem. Ich wollte lange rasten noch, aber... Das will do nicely. Das geht auch.
Ist denn... Ach so, weil ich... Du bist nur bewusstlos, egal. So, jetzt bist du tot. Kann ich dich verspotten? I'm talking. Thou goblin gobbler. Wie bitte? Goblin Grabscher. So, da haben wir Rinde. Ja, damit. Wir haben alle Zutaten jetzt, um uns eine besondere Waffe zu schmieden daraus. Deswegen brauchen wir auch, wenn man nämlich jetzt direkt zur Schmiede will, ist es ganz sinnvoll, dass wir hier so diesen Schnellreisepunkt haben. Und dann machen wir das doch, weil ich würde sowieso dann, wir gehen zur Schmiede und dann machen wir eine lange Rast und dann kämpfen wir weiter mit denen hier. Das heißt, ich muss zum Dorf. Ah, zerstörtes Dorf. Ach so. I feel I cannot. You recall the Fersras, the energy of the Underdark. The Myconid might die if isolated from it. Stimmt, du musst ja hier bleiben. Ah, Mist. Ich würde den Schornheit gerne noch mitnehmen. Weil ich weiß jetzt nicht, was mit dem noch passiert, wenn ich, also ich die Dwerger schon getötet habe. Okay, dann machen wir das mit dem. Machen wir das mit der Schmiede dann nochmal. Wenn die Sache mit ihm durch ist. Okay, okay. Machen wir es so. Könnt ihr auf dem Baum rasten? Das wäre jetzt sehr lustig, wenn wir wirklich auf einem Baum hocken würden. Warte mal, jetzt wo ich neue Farben habe. Ich bin noch kein Fan von diesem Pink. Babyblau und Gold. Ich speichere immer, bevor ich Farben ausprobiere, weil es sonst verbraucht man so viele. Pff, die weiße Hose ist jetzt nicht so geil. Hose und Plattkeulen. Kommt oft Sachen raus, die man irgendwie nicht erwartet. Helles Orange ist blau. Das ist nur... Oi. Gelb. Das lässt sich halt auch nicht... Also manche Kleidung lässt sich schöner färben als andere. Mit Ozean. Ich finde dunkler halt irgendwie schicker. Auch wenn ich sie sonst so schon gern ein bisschen bunt habe. Muss natürlich auch zu den Haaren passen. Den könnten wir eigentlich mal verkaufen. Nicht ins Lager senden. Ich wollte es egal. Wir laden jetzt eh nochmal. So, und ich glaube, Ozean war gut.
Und das hier zu Waren hinzufügen. So. Okay. Ob die Mykoniden Probleme haben, wenn man Pilze isst? Schattenherz hat Ausrufezeichen. Okay. Reden wir mal mit ihr. Über was magst du reden? There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time? Ja. It's difficult to put into words. It might be easier to just show you. Okay. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Seid ihr sicher? I'm sure. I trust you. Den Parasit nutzen, um ihre Gedanken zu erforschen. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. She asked my name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. It hurts. That's all I remember. Something sparks in your memory about Selunite rites of passage. You heard once about how they would send their children out into the wilds to navigate their way home. Ja, das erklärt zwei Dinge, warum sie Angst vor Wölfen hat und warum sie halt Schafe ehrt und nicht Selun. Kein Wunder, dass ihr das Schar so ergeben seid. Ihr habt das Gefühl, ihr schuldet ihr euer Leben. Allerdings, sie erinnert sich ja, man sollte in Erinnerung behalten, dass sie sich an nicht alles erinnert, was davor passiert ist. Ihr habt ausgesehen, als würdet ihr einen Mondstein tragen. Trage es nicht normalerweise, Seloniten. You're reading too much into things. A childhood bauble, that's all. Just because Selunites claim something doesn't mean they own it. Natürlich. Aber danke, dass ihr davon erzählt habt. Das war sicher nicht leicht. Normally I'd agree. But with you, it's getting easier by the moment. Tochter der Dunkelheit aktualisiert. Ja, genau. Das haben wir abgeschlossen. Die müssen zur Schmiede. Also es gibt zwei Schmieden. Die Adamant-Schmiede und diese andere Schmiede, zu der wir zuerst gehen können. Schattenherz ist daran interessiert, das Lager der dunklen Justiziare zu finden. Dieser Geheimbund hat sich der Göttin Shah geweiht. Wir haben Balen gerettet. Wir müssen Nirs Kopf abliefern.
in der Krümmschmiede nach den Gnomen suchen und retten. Räche Glut. Und die Adamantschmiede finden. Wenn es weiter nichts ist und dann dazwischen irgendwann auch noch haben wir so ein kleines Labenproblem und ja. Na du. It is time. We take death to the Dwega. Wir haben ihm das ja eigentlich schon gesagt. Wir gehen mal dann erstmal wieder aus dem Lager raus. Wir gehen dann nochmal zu den, da wo die Dwerge erledigt haben, dann, indem wir hier die Ecke fertig haben. Kann ich dich von hier oben angreifen? Ah, nicht schnell genug. Da weg. Voll gut gemacht. Ja, immun gegen. Super. Egal, das ist jetzt auch nicht super wichtig, das Ding. Jemand aus der Gegend, dass wir die Hakenschrecken angreifen. Philro der Vergessene. Two steps at a time. So, der Pilz ist halt, ja, so ein bisschen träge und nur im Nahkampf gut. Ob der uns hier überhaupt helfen kann, ist die Frage. Entweder wenn er schon mal darüber sportet oder er geht halt doch da runter. Wenn er jetzt da runter geht, dann habe ich den. Das ist viel tot bis unten, das glaube ich. Wenig Platz hier oben, ne? Wir stehen wieder alle im Weg. Großartig. Ich hatte doch... Hab ich vergessen, lange Rast zu machen? Als Schattenherz reden wollte. Ich müsste doch eigentlich meinen. Ich habe meinen Feuerball nicht mehr habe und alles. Ernsthaft. Oder ist es so schon verbraucht, weil ich eben. Hä? Habe ich keine. Ich weiß es nicht.
voll weit springen, das Vieh. Nee, du darfst mal zuhauen. Ja, du haust noch nicht zu. Gut, dass er da noch hängt. Jetzt kriegen wir die Spitze. Verstreute Notizen in chaotischer Schrift. Beschützer, Wächter der Adamantschmiede. Aus Magma entstanden, durch Magma zerstört. Heiß, Hammer, heiß, Hammer. Wenn man es halt weiß, dann so viele Hinweise. Und ich habe sie alle beim ersten Mal überlesen und übersehen. Heiß, Hammer, heiß, Hammer, ja. Wo? Darunter ist eine kleine Karte gezeichnet, auf mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Duran weiß Bescheid. Wenn ich es nicht haben kann. Ich wollte mir gerade die Notiz wieder einstecken. Ja. Ach, wie ich immer zu Lager statt zu Waren senden mache, ne? Das einfach lassen. So, jetzt können wir aber kombinieren. Und bekommen Trauerfrost. Ein Stab, Herz aus Eis, wenn der Anwender Kälteschaden bewirkt, bewirkt er zusätzlich Kälteschaden. Tückische Kälte, wenn du mit einem Zauber Kälteschaden bewirkst, fügst du dem Ziel möglicherweise Unterkühlung zu. So, bitteschön. Jetzt ganz viel Kälteschaden machen. Wir haben gar keinen Schaden genommen, apropos Schaden. Sind voll gut. Halbgefressener Gnom. Das war der zerfledderte Schriftroller. Kann ich vielleicht verkaufen? Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Gegrillte Rippchen. Kann ich mal mit dem auch theoretisch reden könnte, irgendwie? Der immer direkt feindlich ist. Schweineländer. Maybe I need more pockets. Sollte auch für ein Essen mitzunehmen. Under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Sollen wir das Grab ausheben? Hab ich
Ich weiß nicht, was passiert. Könnt ihr auch mal die Toten ruhen lassen, aber es ist ein Game und ich will natürlich wissen, was passiert. As you dig, you slowly expose the skeletal remains of a large dog wearing a chunky leather collar. Oh nein. Ein Hund. Strange collar. It's got runes all over it. This must have belonged to Lenore's dog. Definitely magical too. Mhm. Wir müssen noch mal in den Turm. Moment. Das ist das Hundehalsband. Frag nicht. Frag einfach nicht. Komme ich da jetzt am schnellsten hin? Ich gucke erstmal, dass ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Da kommen wir wieder da runter. Okay. Apropos da runter. Ich war auf diesem Ast hier nicht, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir bringen jetzt mal den Klugpilz hier runter. Ja, ihr stellt euch gegen Suba. Spor, der euch Unterschlupf gewährt hat. A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwergar flourished. I sang to Spor for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. Also, wir können entweder jetzt auf Spores Seite bleiben und halt auch die Nier-Quest machen, also Niers Kopf ihm bringen und Blut dafür bekommen. Eine Belohnung. Oder wir stellen uns auf Kluts Seite. Dann müssen wir aber halt Spor und das ganze Mykonidendorf auslöschen. Ich weiß nicht, was man von Glut als Bezahlung bekommt, ob sich das rentiert, da die ganzen Mykoniden platt zu machen. Ich glaube, ein Baden ist auch mehr so. Wir sind ja jetzt durch das ganze Sache mit den Duerger auch schon genug gestorben. Wir werden jetzt nicht in das Mykonidendorf noch auslöschen. Ich
Ich habe ja gespeichert. Ich sag mal, ich halte mich da raus. Ansonsten würden wir ihn halt angreifen. It is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Meine Bardin hat's versucht. Aber er möchte den Kampf. Kriegst du was ab, wenn du dich zurückziehst? Von ihm, ne? Als ob es mit uns Vieren aufnehmen könnte. Er hat uns doch kämpfen gesehen. So, oh, ich bin wieder blöd, ne? Wegen Pilze und Gift ist nicht so. Never a dull moment. Manchmal denkt man einfach nicht an alles. Wo willst du denn hin? Watch and learn, das habe ich gelernt, dass du nicht zielen kannst. Aber das Sporn der Hast ist natürlich für uns jetzt auch sehr praktisch, deswegen können wir gleich zweimal angreifen. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 15. Hm. A sovereign with no subjects. Glut won't be mourned.
That might be worth a look. Oh. Mehr Loot. Da sage ich doch nicht nein zu. Meine Taschen füllen sich. So, da wir jetzt die Sache erledigt haben, können wir mal eben einen Abstecher zur Schmiede machen. Oder, wir sind schon bei 52 Minuten. Wir laufen mal schnell zu dem Turm. Warte mal. Einfach nur just for fun und dann gehen wir in die Schmiede. Müsste ich hier rum? Das ist der schnellste Weg. Komme ich da hoch? Ob man hier hochkommt. Ich werde mal geschwind hineilen. So, ich bin den umständlichsten Weg gegangen, den wir hätten nehmen können. Und jetzt sind wir wieder im Turm. Und wir erinnern uns an einen Knopf, der nichts bewirkt hat. Müssen wir hin. Das war oben. Deswegen sollte ich vielleicht auch Aufstieg machen, nicht Abstieg. Es ist so dunkel hier heute. Das ist nicht wahr. Komm mal her. Wir erinnern uns an das Halsband, das wir gefunden haben. Oh, whatever you did, it made my neck piece vibrate. Und hier jetzt steht eine Schale. Das heißt, ja, so hat sie den Hund gerufen, so von wegen, es gibt Essen. Oh, whatever you did, it made my neck piece vibrate. Und ich muss natürlich, ich muss es bei jedem ausprobieren. Ich denke, dass es auch bei den anderen geht. Also ich habe es nie getestet, weil ich das Halsband nie hatte. Doch, einmal hatte ich das Halsband, aber ich habe das mit dem Knopf nicht in Verbindung gebracht, natürlich. Warum sollte man auch, also, aber... TikTok hilft bei solchen Dingen. Oh, what did you do? The collar's vibrating. Du hattest das, ja. I can feel the collar stirring in my pack. Something must be triggering the rune's magic. Oh, du hast noch eine Tasche gehabt. Du hattest jetzt einen kleinen Taschenvibrator, okay. Entschuldigung, machen wir natürlich so. Collar stirs. Something must be triggering the rune's magic. Gucken, wenn man es selbst anzieht. Clever. Food is dispensed for anyone wearing this collar. Oh, cool. Ich habe Essen bekommen. Wir haben ein Steak gekriegt. Warte, jetzt müssen wir das nochmal machen. Ich nehme an, dass ihr dasselbe kriegt. Das wird wahrscheinlich immer ein Steak rauswerfen, oder? Not one for gluttony, I see. Schade, okay. Man will den Hund ja auch nicht überfüttern, ich verstehe es. So, jetzt ist noch die Frage, wir hatten ja noch so einen Hebel gefunden, ob der auch irgendwas bewirkt, das weiß ich nicht. Das habe ich bisher noch nicht irgendwo anders gesehen. Ich muss wieder Kerzen anmachen. Der Hebel war... War der ganz oben? Ich glaube... Also nichts mit dem Hund zu tun gehabt.
Okay, ja, kleiner Spaß hier für zwischendurch. Wir haben Futter bekommen für das Halsband. Und ich gebe dir natürlich jetzt wieder ein gescheites Ding hier. Und wir teleportieren schon mal zum zerstörten Dorf. Und hier. The Elf Song Tavern, Sunset over Grey Harbor, fried fish at the dock. Mhm. Gegrillter Fisch. Ja. Wir gehen beim nächsten Mal in die Schmiede und stellen uns auch eine hübsche Waffe her. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.